Herzlich willkommen zurück zum Let's Play Train Fever. So, gestern haben wir hier unser Eisenbahnnetz ein bisschen neu gemacht, also ein Güternetz. Heute reißen wir noch die restlichen alten Gleiskörper ab. Scheiße. Da ist jetzt gerade was anderes abgerissen worden. Was hätte nicht abgerissen werden dürfen. Och nö. Mann. Wieso muss ich denn dieses scheiß unerirdische Zeug abreißen? Komm, jetzt lass mich wenigstens hier den zweiten Tunnel ranbauen. Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz. Warum ist denn das jetzt anders hier? Das ging doch... Oh, Mann! Echt, das ist schlimm. Das muss ich an der Stelle auch so schnell verklicken können. Wieso ist denn jetzt das Gleis im Weg? Jetzt reißen wir den Tunnel halt auch noch mal ab. Mann, das ist... Also sowas. Ich wollte nämlich als nächstes darauf hinzukommen, dass bei uns in unserer Kasse langsam ein bisschen leer aussieht. Wir... Nee, was ist denn das jetzt? Du willst mich doch verarschen. Jetzt lässt mich das Scheißding dann immer einen Tunnel bauen. Jetzt geht's. Hä? Warum? Was ist denn das für eine Grütze hier? Das ist doch der größte Rotz, den es gibt. Wieso kann ich denn hier keinen Tunnel mehr bauen jetzt? So. Ist ja nicht so, dass uns das Geld wirklich nicht langsam ausgeht hier. Nee, warum? Junge, was ist dein Problem? Was ist, wenn wir beides aus der anderen Richtung bauen? Kollision bei Terrangleichung. Okay, pass auf. So. Und so. Jetzt kann es da keinen Fehler mehr geben. Warum? Warum? Was ist denn jetzt hier falsch? Leute. Jetzt haben wir den ganzen Tunnel nochmal abgerissen. Jetzt kann ich bestimmt nicht mal hier bauen, weil hier jetzt irgendwas im Weg ist. So wird es gleich werden. Ja. Ganz ehrlich. Das ist doch... So. Wissen wir, was wir jetzt machen? Jetzt gehen wir zurück ins Menü. Okay. So, jetzt nochmal Spielladen. Staffel 3, das ist das von... Nehmen wir jetzt den Autosave. Start. Das kann doch nicht sein. Das kann doch echt nicht sein. Das ist doch... Jetzt müsst ihr die 3 Minuten Ladebildschirm mit genießen. Das ist doch der größte Scheiß, den es gibt. Warum ist denn da die Kollision bei der Terrangleichung? Verstehe ich nicht.
So, was ist denn heute für ein Tag? Heute ist der... ...21.01. Wir sind am Samstag auf der Dreamhack in Leipzig. Also wer da ist, der kann uns ja mal suchen kommen. Vielleicht warte ich ein bisschen twittern auf twitter.com oder @philipsfilm könnt ihr auch twittern. Anwesend sind ich, Carsten und Daniel. Also falls ihr uns seht, wir werden uns nicht kenntlich machen. Ihr müsst mich schon erkennen. Die anderen zwei kennt ihr wahrscheinlich nicht. Tü. So. Warum nehme ich jetzt eigentlich am 2. Januar schon auf? Bei mir ist ja der 2. Januar. Es ist so, ich bin jetzt die nächsten zwei Wochen halt ein bisschen unterwegs wieder. Und brauche halt da ein paar Folgen. Damit es wieder keinen Ausfall gibt, wie es in letzter Zeit ab und zu mal war, nehme ich halt jetzt schon auf. So ist das ganze Prinzip. Soll ich noch ein bisschen was Aktuelles zu Philips erzählen, was hier gerade so los ist, abgesehen von 24? Es läuft, das Programm. Ich hoffe, ihr guckt es an, weil ich sehe in unserer Tabelle, dass sehr viel vorgetragen ist. Wo ich nicht weiß, ob ihr es alles anguckt. So, jetzt bin ich gespannt. Ah, sehr schön. Gibt es den Tunnel noch? Ja. Mann, bin ich begeistert. So. Jetzt. Vorsichtig. Abriss. Abreißen. Abreißen. Also man ist wirklich ganz sensibel mit seinem Zug. Ja. Ja. Da war es schon wieder. Fahrzeug im Weg. Jetzt ist Fahrzeug im Weg gerade, ne? Vor uns war aber keins im Weg. Achso, das ist jetzt auch noch nicht da. Das ist natürlich scheiße. Aber es sind wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sachen weg, die ich in der letzten Folge schon gemacht hatte. Da müssen wir es halt nochmal machen. Und wir wiederholen. Aber wir wissen ja, was wir bauen. Wir wollen ja hier schnell. Zack, ein Gleis. Zack, ein Gleis. Da müssen wir vor mal schnell gehen. Ach guck, das haben wir schon gemacht. Dann ziehen wir hier das Gleis ran. Oh. Muss man doch nochmal abreißen. Ich wollte ja keine Brücke bauen. So, wir wollen das aufschütten. So. Und so. Dann geht von hier eine Weiche weg. Die geht bis dort vor. Ist das richtige Gleis? Ja. Und das Gleis von hier geht auch hier lang. So, und bis dort dran. Dann rück zum Thema Signale. Wir brauchen hier eins und hier eins. Hier eins. Hier eins. Und hier setzen wir nochmal eins hin. Da oder hin, das passt. Das Signal, hatte ich gesagt, müssen wir versetzen. Das kommt hier hin. Das kommt weg. Jetzt müssen wir nochmal zu dem anderen Bahnhof gehen. Wo ist er da? Bleibt auch fast alles beim Alten, außer dass wir auch hier das Signal versetzen. Gucken wir nochmal, Strecken funktionieren, einwandfrei, super, Spitzenklasse. 9 Minuten für den Spaß, den wir in der letzten Folge schon mal gehabt haben. So, das Ähnliche, was jetzt ist, unser Umfahrungsgleis, was wir wohl bauen wollten, haben wir jetzt nicht mehr. Das existiert zurzeit nicht. So. Ich glaube, das ist ja etwas schwerer, das wieder zu bauen. Wir kommen zwar den Rechtsrückkreis, der geht. Aber der andere Kreis. Nee. Das geht nicht. Selbst wenn wir noch sagen, wir bauen noch ein Gleis ran, dann werden wir hier bestimmt Probleme kriegen.
Ja, wir brauchen das ja auch nicht unbedingt. Das war so eine kleine Spielerei. Was aber in so einer Sinnlosigkeit hier artet. Wo zum Beispiel, also falls wir das wirklich nochmal einführen, wir hier unbedingt einen Gleiswechsel brauchen. Wenn wir hier ein Signal hinsetzen, das jetzt mal als Einbahnsignal nehmen. So sieht es nämlich auch besser aus. So. Ja gut, das Stück lassen wir jetzt mal stehen. Dann haben wir eigentlich alle alten Gleisanlagen jetzt entfernt, die wir nicht mehr brauchen. Hier ist aus dem Riesenbahnhof nichts geworden. Gut, ich denke mal, dann wird es jetzt weitergehen. Dass wir rausfinden, warum wir gerade so ein bisschen Minus machen. Und dann vor allen Dingen das S-Bahn-Netz, was hier nach Gera geht, umgestalten. Also das außenrum und auch das hier. Die vielleicht ein bisschen verknüpfen. Generell andere Fahrzeuge verwenden, vor allen Dingen auf der Strecke. Wir können ja mal einen Fahrzeugersatz gucken, beziehungsweise wie alt ihr seid. Aber pass mal auf, wir wählen mal hier ein anderes Fahrzeugersatz aus. Nur, dass wir es schon mal haben. Und zwar wählen wir da den. So. Die Holzlinie macht auch ganz schönes Minus mittlerweile, hä? Da fährt er nichts mehr mit, warum das? Hatten die Produktion so eingestampft? Ja, Güter abtransportieren? Wo kriegt denn Potsdam seine ganzen Güter her eigentlich? Wenn der rummeckert. Linie 17. Das geht alles über das Ding hier, ne? Eigentlich müsste man das ein bisschen eindämmen. Und diese Produktion mehr. Pass mal auf, wir tun mal was eindämmen. Nehmen wir die Linie 5. Geht es mal weg. Damit sollte eigentlich wieder mehr mit der Linie 17 transportiert werden. Beziehungsweise werden wir hier mal noch diese Ladestation hinzufügen. So. Mehr Güter abtransportieren machen wir. Seid ihr euch schon relativ alt, ihr Fahrzeuge, ne? Da könnte man auch. Da kann man generell was anderes sagen. Vor allem mehr. Die Strecke. Schon ein Fahrzeugdepot in der Nähe? Nee. Das ist ein Fahrzeugdepot, da kann man nie genug haben. So, und da kaufen wir uns mal so einen 40-Tonner. 1, 2, 3. Oh. Bleib oder weg, das Ding.
1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Fahrzeug wählen. Den da. Haben wir das auch schon mal ausgewählt? Hier können wir eigentlich auch gleich mal sowas auswählen. Ich weiß zwar noch nicht, wann ich die Strecke umgestalten werde, mal, aber habt ihr schon mal andere Busse drauf. So, in einer kehrt schon mal um. Und du auch noch mal. Du darfst auch noch mal umkehren. Von drei in die Richtung, drei in die andere Richtung. So. Gut, das war's für heute. Wir sehen uns am Samstag. Tschüss.